Hallo, willkommen bei Planeo. Mein Name ist Eugen und heute ist unser Thema Spachteln. Filigranfugen und Betondecken. Was ist dabei zu beachten? Einmal, dass man vernünftiges Werkzeug hat. Ne? Werkzeug ist A und O. Am besten aus Edelstahl, nicht solche billigen, die nach einmal arbeiten rosten. Und immer schön gucken, dass die gerade sind. Dann hier ein Rakel. Einmal zum Anrühren, ist klar. Auflegekelle, Löffel. Gibt es für große Jungs, für kleine Jungs. Und natürlich gibt es bei uns im Shop Spachtelmasse. Also kauft nicht irgendwas, was es jetzt im Angebot gerade gibt, das Billigste, was ihr bekommt. Da werdet ihr euch freuen beim Schleifen und werdet euch erinnern an meine Worte. Sondern kauft euch was Vernünftiges, was füllt, was sich auch gut schleifen lässt. Also das spart man am falschen Ende. So, bei Betonfugen vorfüllen. Entweder man schließt die mit Zementmörtel oder mit einer druckfesten Spachtelmasse, damit es hinterher keine Haarrisse gibt. Wenn ihr es mit einem Vlies nachher überarbeiten werdet, dann könnt ihr auch was Weicheres nehmen, aber am besten schon auch da darauf achten, was man da reinfüllt. So, hier sind die Fugen schon mal vorgefüllt. Hier seht ihr auch schon, sind Löcher eingelassen von den, für die Lampen, die hier reinkommen. Alex und ich werden gleich ein bisschen abschaben hier und werden den ersten Arbeitsgang machen. Das heißt, wir werden die Fuge jetzt auf Q2 spachteln, werden die ein bisschen in die Fläche hier rausziehen und anschließend, seid gespannt, werden wir die ganzen Flächen, die Decken, die Wände, alles mit dem Airless-Gerät aufspritzen und glattziehen. Das wird richtig eine schöne Party hier. Also bleibt dran und bis dann. Jetzt geht es weiter mit den Decken. Die Fugenmasse, die wir jetzt gespachtelt haben, die ist trocken. Wir werden jetzt einmal mit Dominik zusammen mit zwei Maschinen über die ganze Fläche rüberschleifen. Einmal um die kleinen Grate, die durch das Spachteln stehen, oder kleine Kanten nochmal wegzuschleifen. Aber auch den ganzen Beton einmal flächig rüber, weil bei Betonflächen ist es immer so, einmal gibt es Rückstände von dem Schalöl, die darauf bleiben können. Es können Bindemittelanreicherungen sein. Auch Spritzer vom Putz und so weiter, den ganzen Dreck, die ganzen Sandkörner und sowas, das wollen wir alles weg haben. Wir wollen eine saubere Fläche haben, die wir dann spachteln werden, damit wir nicht den ganzen Dreck da drin haben. Wenn ihr noch spachteln seid und ihr habt dann irgendwie Sandkörner, dann zieht man sich immer Riefen rein. Deswegen wollen wir das nicht haben. Wie gesagt, und Schalöl ist ganz gefährlich. Wenn ihr, das sieht man zwar nicht, und wenn dann die Spachtelmasse drauf ist und es gibt eine Oberflächenspannung, dann kann es abplatzen. Oder bei der Farbe später. Also das ist auf jeden Fall immer besser, einmal komplett überzuschleifen. Auch die Wände werden wir noch machen. Ja, los geht's.
So, jetzt geht es richtig los hier. Ne? Das ist Marc, der uns Nachschub für unseren Nachschub sorgt. Der hat immer richtig Hunger. Den füttern wir jetzt mal richtig. Das ist sein Frühstück hier heute. Und beim Spachteln auch immer darauf achten, immer Licht, ne? Das sagen wir immer wieder. Schön Licht reinstellen, damit man auch alles sieht. Sonst wundert man sich später. Wichtig ist nur, ihr bleibt so ungefähr so ein Spritzwinkel 45 Grad und ihr so ungefähr 30 cm von der Wand weg. Wenn ihr mal ein bisschen weiter weg seid, ist auch nicht schlimm. Nur wenn ihr zu nah rangeht, dann merkt ihr schon, dann ballert ihr hier die ganze Fläche voll. Und auch wenn ihr in Flächen reingeht, wenn ihr jetzt hier gestoppt habt und ihr zieht jetzt von da hier rüber, dann müsst ihr hier ein bisschen ausschweifen, sonst habt ihr nachher hier viel zu viel Material. Ne? Also wie gesagt, das ist ein bisschen Übung ist dabei. Auch selbst für einen Profi, der das ständig macht. Ne? Man muss immer erst eine Wand gucken, wie verhält sich das. Es gibt auch verschiedene Düsen, da müsst ihr auch drauf achten. Also ich sage ja sowieso, bitte vorher informieren. Was spritzt sich da durch? Spachtelmasse, Farbe, Putz, egal was. Vorher informieren, welche Düse brauche ich dafür, die macht ihr dann da rein und welches Gerät. Es gibt mehrere Spritzgeräte. Ne? Es gibt die kleine, wir haben jetzt hier die ganz große, die Mark 10, da kann man alles durchwämsen. Ne? Und darum informiert euch vorher, bevor ihr sowas macht und dann passiert euch auch nichts. Ne? Müsst ihr euch halt nur rantrauen. So, und wenn die Düse mal verstopft ist und ihr habt da draußen auch so eine Brachlandschaft, wo noch nichts fertig ist, dann einmal, ne? Oder auf dem Nachbarsauto. Das könnt ihr auch in Eimer machen, nur das kann mal sein, dass es auch zurückkommt. Ne? Also irgendwo eine Ecke suchen, wo, wenn das Ding mal, das kann schon mal sein, wenn man die, wir haben jetzt hier so viel gespritzt, dann sitzt die mal zu, dann einfach mal zwischendurch, so, geht wieder. Ne? Nur an der Wand ist das halt nicht so schön. So, das war es jetzt auch. War leider ein kurzes Video, weil wir halt so schnell waren. Dank der Unterstützung von der Mark 10 ging das hier richtig zur Sache. Ergebnis kann sich sehen lassen. Das wird natürlich jetzt noch einmal ganz fein übergeschliffen mit 120er Papier und auch mit unserer Planex. Nächsten Thema seht ihr dann das Aquafließkleben, auch hochinteressant. Ne? Schnell und effektiv. Das ist ein Vlies, das wird nur durch eine Wasserwanne gezogen und dann geht das hier auch ruckzuck. Wie gesagt, das bietet sich im Neubau immer an. Guckt euch die Videos auf jeden Fall auch noch an. Die anderen natürlich auch hier von dem Ganzen. Wir haben ja, wie gesagt, von 0 auf 100 hier alles gefilmt. Falls ihr aber sonst noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch gerne anrufen oder mailen. Wir haben ein super kompetentes Team bei Planeo. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das Mindeste, Daumen da lassen. Abonniert den Kanal, ist für lau. Tja, und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ach ja, und ganz wichtig, guckt nochmal bei uns im Shop planeo.de. Findet ihr alles. Herrlich. Bis zum nächsten Mal.